Manchmal kann man das Sicherheitssystem austricksen, um eine Tür aufzukriegen. Aber dazu brauchst du das richtige Werkzeug. Und hier ist nochmal einmal, also ist aber nur zum Anfang so, so ein Werkzeugspender. Es wäre natürlich geil, wenn es die weiterhin noch so geben würde. Aber das ist natürlich... Tool Defense. Vielleicht kann man aber auch nur ein paar einmal aufnehmen. Na komm. Okay. Hä? Kann ich so viele aufnehmen? Ach, jetzt müsste Schluss sein, oder? What? Hä? Okay. Du hast das Hackwerkzeug erhalten. Drücke R2, um auf Maschinen zu feuern und sie so auf deine Seite zu bringen. So, wie war das denn? Willst du eine Maschine hacken, drücken X, sodass die Nadel in einem grünen Bereich der Anzeige stehen bleibt. Bei weiß erhältst du einen Elektroschock. Jetzt fängt das wieder an, ich finde das doof. Ergebnis des erfolgreichen Hackens. Sicherheitstür ist jetzt offen. Nein, das wollte ich gar nicht. Distanzhacker haben wir gekriegt. Okay, ich will erstmal wieder da drauf. Wo ist denn der Blödmann? Der müsste doch hier irgendwo noch sein. Oh, du kannst einen Sicherheitsbot aufklicken. Achso. Ich glaube, blau. Ja, richtig mal Schaden. Also ich mache das immer, wenn ich so einen kleinen Freund habe, der mir so ein bisschen zusätzlich über die Nase... Und man kann ihn sogar reparieren. Ich glaube, wenn man ihn dann ausmacht und so ein bisschen eine kleine Wartezeit wartet, dann kann man auch, dann hat man die Möglichkeit, dass das auch wieder, ja, dass das auf jeden Fall, wie soll ich denn sagen, dass man ihn halt wieder haben kann. Scheiße. Ich hab mir deine Zahlen ausgedacht, du Scheiße! Ja. Also da werde ich jetzt auch keine Munition... Wollte ich sagen. Ja, ist ja gut, du bist schon längst tot. Andrew Ryan ist tot, aber der Tyrann steckt in uns allen. Denk daran. Gag der Medi-Station kosten dich weniger und schaden Gegnern, die versuchen, sie zu benutzen. Wenn du beim Hacken einen blauen Bonus schaffst, erhältst du gratis einen Verbandskasten. Das halt so wir lehnen an. Das Gen ab. Wir lehnen das Ich ab. Wir lehnen den Tyrannen ab. Aber welchen Tyrannen denn? Also meinen die mich? Ich hoffe ja nicht, oder? Ein bisschen lang umgucken. Doppelschiff. Hier haben wir nochmal so ein Audiolog. Tagebuch. Drei kurze Jahre seit der Gründung und schon schreien sie nach einem Programm für mentale Hygiene. Da dreht sich mir der Magen um. Psychiatrie ist nicht Medizin. Psychiatrie ist Kaffeesatzleserei für Idioten, die zu viel Geld haben. Man sagt mir, die Menschen reagieren gereizt auf das Fehlen des Sonnenlichts. Ob ihnen die staatliche Zensur wohl auch fehlt? Die Beschlagnahmung von Privatbesitz in Kriegszeiten? Oder die Geheimpolizei, die sie nachts abholt? Wie auch immer, diese Lamp soll die Beste auf ihrem Gebiet sein. Schön. Wenn sie es hinkriegt, dass die schwächsten Glieder der großen Kette aufhören zu rasseln, soll sie ihren Willen haben. So, hier sind wir auf jeden Fall fertig jetzt. Und ich habe mir gerade überlegt, ich mache das jetzt immer so, also es gibt ja hier Persephone später dann und die verschiedenen ganzen Sachen. Ich glaube, wenn wir dann einmal auf Select drücken, müssen wir die Karte aufhaben. Ich würde es dann immer so machen, dass ich die verschiedenen Abschnitte halt einfach mache, ne?
wenn man halt da in so eine Tachokugel oder in diesen Waggonscheiben, mit so einem Waggon machen wir das ja alles, dann würde ich immer den Part beenden. Ja, so machen wir das am besten. So, was bimmelt hier? Mal hier rein. Was ist das denn? Das müsste doch jetzt draußen sein, oder? Ist ja gut! Beinahe so viele... Ich verstehe, wie alles, was ich tue, dies ist ein Akt der Liebe. Sophia Lamb, sie hat dich gefunden. Leichen denn? Durchsuche die Leichen nach Beute. Welche denn? Wo denn? Also hat uns dieser Fall eigentlich nochmal gerettet und wir sind jetzt ein Stockwerk tiefer gefallen. Was ein Doof. Das ist ja doof. Start an. Pfeile habe ich schon genug. Jetzt kennst du unseren gemeinsamen Feind, Sophia Lamb. Durch die Kamera in deinem Helm kann ich alles mit deinen Augen sehen. So kann ich dir helfen, gegen sie zu kämpfen. Ich hoffe nicht, denn warum? Da wird ja öfter mal schlecht. Also ja, ich mache... Das hat sich vielleicht so ein bisschen falsch angehört. Also ich mache immer nach diesen Sessions eine Pause, weil ich dann auch runterlade und so alles mögliche. Aber ihr kriegt natürlich dann irgendwie nur immer so 15 Minuten Part oder so. Weil ansonsten ist das mir zu, weiß ich nicht. Ich kann das auch 10-mal dann ankündigen und nicht. Warte mal, ist irgendwas hier drin vielleicht? Nein. Welches Unterwasser? Oberwasser? Ich weiß es gar nicht mehr. So. Oh, mir geht's schlecht. Warte mal. Warte. Drei kurze Jahre seit der Gründung und schon schreien sie nach einem Programm für mentale Hygiene. Da dreht sich mir der Magen um. Psychiatrie ist nicht Medizin. Psychiatrie ist Kaffeesatzleserei für Idioten, die zu viel Geld haben. Man sagt mir, die Menschen reagieren gereizt auf das Fehlen des Sonnenlichts. Ob ihnen die staatliche Zensur wohl auch fehlt? Die Beschlagnahmung von Privatbesitz in Kriegszeiten? Oder die Geheimpolizei, die sie nachts abholt? Wie auch immer, diese Lamp soll die Beste auf ihrem Gebiet sein. Schön. Wenn sie es hinkriegt, dass die schwächsten Glieder der großen Kette aufhören zu rasseln, soll sie ihren Willen haben. Ach Mensch, das tut mir leid. Komm, ich mach die aus.
Naja, gut. Ich habe immer so das Gefühl, dass ich total klein bin. So als ein ganz kleiner Big Daddy, oder? Da, guck mal, wir sind... Also, wir sind gerade mal... Also, wir sind wahrscheinlich so ein kleines Kind irgendwie. Oder sehe ich das immer nur? Naja, dann gehen wir mal weiter. Wo muss ich denn hin? Hier ist noch eine Widerscheinbar. Ach, da. Vorsicht! Die Sicherheitskameras gehören Lamp. Aber wenn du clever bist, können sie dir nützlich sein. Jeder Schatz ist doch leer. Fuck. Weg. Ich muss mir gerade nach hinten gehen. So, ja. Freundlicher Alarm hält länger. Ach, fuck. Ja, es kann auch möglich sein, dass ich so ein bisschen... Hallo! Ja, die brauche ich auf jeden Fall. Nein, ich habe immer noch dieses blöde Ding ausgedingelt. Sag mal. Naja, was soll's. Jetzt habe ich so wieder so ein. Jetzt ist er schon wieder so halb tot. Also deswegen habe ich auch jetzt so ein bisschen auf leicht gestellt. Damit ich zumindest so ein bisschen vorankomme und nicht jetzt irgendwie was mal 10.000 Mal machen muss. Oh, mein Bot ist wieder da. Aber wo bist denn du hin? Komm doch mal her. So, komm mit. Gucken wir uns erstmal hier einmal um. Ach, den Tisch kann ich untersuchen. Oh, das hat sich einfach gelohnt. Vom Geld her und so wird es nachher, denke ich mal, in Ordnung, okay sein. Ist hier noch irgendwie was? Nee. Gehen wir nochmal hier rein. Geben wir noch ein bisschen Money. Eigentlich ist es immer Blödsinn, sowas liegen zu lassen, aber wenn ich es halt nicht brauche, ist es halt auch doof, ne? Auch nichts Geblinktes. Da ist auch nichts drin. Da ist auch nichts drin, obwohl es ist. Ach, der Schrank hat nur ein bisschen Geld. Oh, wir werden hier reich, als reicher Mann rausgehen. Drei kurze Jahre seit der Gründung und schon schreien sie nach einem Programm für mentale Hygiene. Da dreht sich mir der Magen um. Psychiatrie ist Kaffeesatzleserei für Idioten, die zu viel Geld haben. Ich glaube, da muss ich hin. Man sagt mir, die Menschen reagieren gereizt auf das Fehlen des Sonnenlichts. Ach, genau, okay. Ob ihnen die staatliche Zensur wohl auch fehlt? Vater, ich bin es, Eleanor. Ich weiß, du bist wach da drin. Ich spüre es. Mutter kann nicht noch einmal ihr grausames Spiel mit dir treiben. Nie mehr. Dieses Plasmid ist für dich. Wenn ich mich nicht irre, kannst du es jetzt verwenden. Bitte, komm mich suchen. Aber klar, Eleanor, werde ich dich suchen gehen. So, was haben wir? Telekinese! Hebe große Impact. Okay, wir wissen es ja alle. Okay, gut. Bewerfen Sie den Gegner mit Objekten. Sie können sogar Granaten abfangen und zurückwerfen. Evolve today. Gut. Ja, ich weiß es. So. Brauche ich jetzt aber erstmal nicht. Ich glaube, hier kann man das so ein bisschen üben. Ja. Diese dumme Karte immer, was soll das denn?
Warum immer habe ich so eine dumme Scheißkarte? Was soll das denn? Ich kann ja trotzdem trinken und essen. Also Telekinese, glaube ich, habe ich gar nie so benutzt irgendwie. Naja, also hier hätten wir dann alles. Gucken wir mal rein. Ich hoffe, das ist auch nichts drin. Und dann können wir jetzt erstmal einfach weitergehen. Ja, Gott, der ist jetzt an der Oberfläche rum und hier kommt es, mit vom Konter zu retten. Und wenn ihr mal da Krupp kommt, bah, er hat einen Granatenschlag drauf. Wiedersehen. Oh, da habe ich mich so getroffen. Neben mir stand ja auch noch so ein Ding. Ich wollte jetzt halt einfach beim. So bin ich schlecht heute, ey. Das und einmal das. Dankeschön. Oh, bin ich schlecht. Das kann ich erstmal hier wieder aufstocken. Eine Rohrzange brauche ich natürlich in diesem Let's Play nicht. Aber ich finde nachher geht es ein bisschen besser mit dem Spielen. Weil, wie ihr seht, ich gewöhne mich jetzt auch ganz langsam an die Steuerung auf jeden Fall. Es ist nicht mehr so ganz hagelig wie am Anfang. Und dann ist das natürlich noch was anderes, wenn man das ein bisschen länger spielt. Und das werde ich jetzt definitiv erstmal die nächsten 100.000 Parts spielen. Nein, ich hoffe natürlich, so viel werden es nicht. Das möchte ich natürlich so gerne auch mal finden. Aber ich bin wieder allein. Oh, sag mal, was ist denn jetzt passiert, nur weil ich hier rübergegangen bin? Ich kann da auch Geld einstecken. Also würde ich auch gerne mal Geld ausgeben, würde ich sagen. Ich gehe erstmal hier lang.